Und willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3. Wir haben ja nun in der letzten Folge einiges erlebt. Und warum steht er hier schon wieder? Ist er nicht gerade an uns vorbeigelaufen? Ist ja sehr mysteriös. Und ich verstehe auch nicht, warum das hier zwischendurch mal so ruckelt. Sekunde. So. Da wurde mir die Zahl bei Frapse nicht angezeigt, wie viel FPS ich gerade habe. Das ist ja alles irgendwie sehr mysteriös. Also diese Ruckler gehen mir hier gerade voll auf den Sack. Muss ich ehrlich mal sagen. Finde ich komisch. Auf jeden Fall. Wir sehen auch ganz schön komisch aus. Wir sehen alle komisch aus. Alles komisch, ja. Vielleicht liegt es hier an dem... Commander Shepard! Commander, die Leute von der Allianz haben Fragen. Ja, na dann, frag. Commander Shepard, Kalisa bin Sinan al-Jilani. Ist es wahr, dass Sie beim Angriff der Reaper auf der Erde waren? Oh, warum sind Sie geflohen, während Millionen auf der Erde sterben? Ist das alles, was wir von der Allianz erwarten können? Nein, wir sind nicht böse. Wir sind nicht böse. Ich will Hilfe für die Erde holen. Für alle. Und was ist mit all jenen, die leiden müssen, während Sie mit dem Rat Politik spielen? Wie können Sie hier stehen, während unsere Familien sterben? Was werden... Kalisa, wir tun alles, was wir können. Bevor die Feeds ausfielen, es gab so viele Tote. Ich halte die Reaper auf oder sterbe dabei, aber ich brauche Ihre Hilfe. Stellen Sie weiter unbequeme Fragen. Der Rat darf die Erde nicht vergessen. Mache ich. Danke, Commander. Sie neigen zwar zur Gewalt, aber zum Glück sind Sie auf unserer Seite. Naja, klar. Ich bin einer von den Guten. Ich weiß noch, ich habe mal die andere Seite gesehen, was passiert wäre, hätte ich das rote Ding gedrückt, dann hätte er die übelst zusammengezimmert. Und ich muss mal kurz die Aufnahme unterbrechen, weil diese FPS-Kacke geht mir voll auf den Sack und danach reden wir hier mit James. Also bis gleich. So, weiter geht's. Gucken, ob es jetzt besser läuft, aber es sieht fast so aus. Keine Ahnung, was da los war. Irgendwie, ich habe jetzt, weiß nicht, keine Ahnung. James, was los? Hey, Commander. Liara sagt, der Rat sei nicht daran interessiert, uns zu helfen. Sowas in der Art. Warum sollten sie auch? Sehen Sie sich um. Hier gibt es keinen Krieg. Die Leute flüstern darüber, reden darüber, aber sie glauben es nicht wirklich. Ich nehme an, Sie sind zum ersten Mal hier, bei der Elite der Galaxie. Ich war schon auf der Citadel, aber noch nie hier oben auf dem Präsidium. Es ist nicht richtig. Hübsch, ruhig und friedlich. Aber nicht richtig. Es ist alles nur eine Illusion. Es war friedlich. Früher. Wirklich? Und wenn's eng wird, ziehen sie sich zurück wie die Schildkröten. Und hoffen, dass es sie nicht trifft. Das ist ihnen lieber, als sich der Wahrheit zu stellen. Ich kann es ja selbst kaum glauben. Als wäre das auf der Erde alles nur ein Albtraum. Ja. Und genau das ist das Schlimmste. Dieser Ort will, dass wir vergessen. Wollen Sie immer noch zurück zur Erde? Ja, verdammt, aber... Aber? Sie hatten recht. Genau wie Anderson. Allein schaffen wir es nicht. Außerdem ist es schon schwer genug, diese Pendejo-Politiker zu überreden, damit sie uns helfen. Und ich zieh's durch, was es auch kostet. Freut mich zu hören. Ich gehe runter in die unteren Ebenen. Da findet noch echtes Leben statt. Wenn Sie mal frei haben, können Sie mich ja besuchen. Vielleicht mache ich das. Na klar, schauen wir auf jeden Fall mal vorbei, irgendwann mal, wenn wir hier so ein bisschen Ruhe haben. Ich glaube, hier war ja weiter gar nichts so, außer Leute, die irgendwie rumsitzen, rumstehen, komisch gucken und wenn sie nicht gerade komisch gucken, dann gucken sie anders. Hier war das Schild, was irgendwie uns nichts sagt. Kann ich so lange Leertaste drücken, wie ich will. So, auf jeden Fall haben wir hier diese Etage dann auch abgefrühstückt und dann schauen wir mal weiter. Ich weiß gar nicht, ob uns die Citadel jetzt noch ein paar Möglichkeiten eröffnet. Sieht aber nicht so aus. Also im Huerta-Krankenhaus, ich weiß nicht, hier ist sonst nichts weiter. Also gut, dann gehen wir mal zurück zum Dock. Ich glaube, für die restlichen Etagen gab es auch einen extra Fahrstuhl. Ich bin mir aber gerade nicht ganz so sicher. Naja, halt die Kusche. Deswegen schauen wir mal, da war doch irgendeine Tür, wo wir nicht reinkamen, wo uns gesagt wurde, ihr müsst zuerst mit dem Rat sprechen.
gut, hier die Tür kam immer noch. Ich glaube, das war sogar die Tür da, durch die wir durch mussten. Und jetzt machen wir das auch. Zurück zu Normandy. Ah, alles klar. Gut, wir gehen erstmal zu Normandy und checken mal die Lage. Und dann gibt es eine schöne Videosequenz. Sieht da irgendwie sehr gruselig aus. Was ist jetzt hier? Slenderman oder was? Da ist was. Oh, wir sind so richtig schnell. Brechen hier Geschwindigkeitsrekorde. Guck mal, wir flitzen mal rüber zu ihm hier. Hä? Da hinten. Man scheppert. Wir sind hier auf dem Mond. Leg mal so ein Tempo rein. Das ist der Junge. Hinterher hier. Keine Ahnung, was das hier gerade ist. Was ist der da hinten? Mal erst voll schnell und wir sind voll lahm. Echt komisch hier auf jeden Fall. Ich weine. Helfen? Ich habe den turianischen Ratsherrn über das Proteanergerät informiert. Es kann ohne Unterstützung des Rats nicht gebaut werden, aber erst muss Ihr Primarch sicher sein. Ich weiß. Sind Sie in Ordnung? Ich habe nicht unbedingt gut geschlafen. Dahinter steckt doch noch mehr, oder? Was beschäftigt Sie wirklich? Als die Reaper angriffen, hörte ich die Menschen in den Straßen schreien. Da war ein Kind. Ich konnte es nicht retten. Sie können nun mal unmöglich alle retten. Klar, kann ich. Aber Sie tun alles, was Sie können und werden rechtzeitig dort sein, um zu helfen. Hoffentlich stimmt das. Geben Sie sich nicht die Schuld. Naja, ist so eine Sache, ne? Commander Shepard, ich bin Spezialistin... Oh, Verzeihung. Ich dachte, Sie wären allein. Ich wollte gerade gehen. Hallo. Commander? Hallo, ich bin Samantha Trainer, also eigentlich Lieutenant, von der Allianzforschung. Ich war an der Nachrüstung der Normandy nach der Übergabe an die Allianz beteiligt. Es waren nur wenige an Bord, als die Reaper angriffen. Langsam, Spezialistin Trainer. Alles in Ordnung. Danke. Ich komme aus dem Labor und habe nie mit einem Schiffsposten gerechnet. Sagen Sie mir etwas über die Nachrüstungen. Das Schiff erfüllt jetzt die aktuellen Allianzvorschriften und hat die allerneuesten Quantenverknüpfungskommunikatoren. Die Normandy sollte nämlich Admiral Anderson als mobile Befehlszentrale dienen. Das ist keine Option mehr. Ja, er ist geblieben, um zu kämpfen. Es ist jedenfalls eine Ehre, unter Ihnen zu dienen, Commander. Schlimmer. Also, solange Sie mich brauchen. Ich sollte nämlich nur bei der Nachrüstung helfen. Shepard, einige Systeme erfordern weitere Tests und Spezialistin Trainer war bei der Installation außergewöhnlich effektiv. Ich möchte, dass sie bleibt. Gut, dann machen wir das so. Moment, seit wann stellt eine virtuelle Intelligenz Anforderungen? Edie ist eine KI, volles Bewusstsein. Ach, wusste ich doch, dass Joker lügt. Jeff meinte, ich soll zum Schutz so tun, als wäre ich nur eine VI. Verzeihen Sie die Täuschung. Danke, Edie. Und verzeihen Sie bitte meine Bemerkungen über Ihre attraktive Stimme.
Soll ich Ihnen mal alles zeigen? Die neuen Upgrades werden Sie bestimmt beeindrucken. Hübsch. Im KIZ befindet sich die Galaxiekarte, wo Sie die Zielposition der Normandy einstellen können. Sie können auch Nachrichten auf Ihrem privaten Terminal abrufen. Die Einsatzzentrale dient dem strategischen Überblick über missionsspezifische Informationen und der Analyse des Krieges. In der Shuttlebucht ist eine Waffenkammer, wo Sie zwischen den Missionen Ihre Ausrüstung modifizieren können. Und Liara hat in dem alten Offiziersbüro auf Deck 3 jede Menge Hardware aufgestellt. Den Raum beansprucht sie für sich. So, das war's. Es ist immer noch dasselbe Schiff, nur jetzt mit Allianzlackierung. Ach ja, ich glaube, Admiral Hackett möchte über Videoleitung mit Ihnen sprechen. Was war das? Commander, Udina hat mich über ihr Treffen mit dem Rat informiert. Klingt so, als hätten die alle ordentlich Schiss. Ja. Wir haben Ihnen viele Unbekannte präsentiert. Sie fühlen sich bedroht und wollen Lösungen, keine Theorien. Wir haben im Moment aber nur Theorien. Was ist Ihr Plan? Ich will den Turianischen Primarchen zu einem Gipfeltreffen mit Asari und Salarianern bewegen. Ich umgehe den Rat und wende mich direkt an die Führungsebene. Das ist gut, gefällt mir. Dort legen wir das Fundament für unseren Gegenangriff. Leider haben wir im Moment nicht viel, um das Ganze zu untermauern. Dann schließen Sie Bündnisse. Versammeln Sie alles und jeden für die Sache. Und das Proteanergerät? Bringen Sie mir Leute, die es bauen. Falls das nicht geht, besorgen Sie Schiffe, Soldaten, Nachschub, was Sie kriegen können. Wir müssen die Reaper auf jedem Kriegsschauplatz beschäftigen, um Zeit für den Bau des Geräts zu haben. Und wenn es fertig ist? Falls wir das schaffen, ziehen wir alle Ressourcen zusammen. Wie eine riesige Armada, die das Gerät bringt, wenn die Reaper am verwundbarsten sind. Je stärker diese Armada ist, desto besser sind ihre Chancen, durchzukommen. Und die Erde, Sir? Wir können nur hoffen, dass Anderson und der Rest der Allianztruppen durchhalten, bis wir den Feind besiegt haben. Ich verstehe. Gut. Dann setzen Sie es um, Commander. Ich erwarte regelmäßige Berichte über Ihren Fortschritt. Hackett, Ende. Ja, da haben wir auf jeden Fall einiges vor uns. Hier ist jetzt nichts weiter so. Und dann schauen wir hier mal rum in unserem Überraum. Können wir mit dem quatschen? Wer bist du überhaupt? Hallo, stell dich vor. Wer bist du? Redet nicht mit uns. Redet auch nicht mit uns. Toll. Hier sind wieder welche. Ja, ist egal. Hauptsache die arbeiten. Ist das wichtigste, Mensch. Guck mal, da mal hier. Die Leute, Waffen haben jedenfalls. Ah, ist klar. Hier sehen wir also, wer alles auf unserer Seite ist, aus welchen Leuten die bestehen. Boah, sind jetzt nicht so wenig, aber sind auch lange nicht genug. Da fehlen auf jeden Fall noch ein paar. Klicken wir hier alles mal an, damit das hier mal weg ist. So, hallo. So. Hat er die alte nicht genommen. So, jetzt. Dann haben wir das. Hier ist unser Strich. So viel müssen wir mindestens haben. Wir werden gucken, dass wir das Ganze richtig ausweiten, damit wir hier den Leuten natürlich ordentlich in den Arsch treten können. Den Reapern, Creepern, Viechern. Ja. Also auf jeden Fall haben wir hier noch einiges vor uns. Wir schauen uns mal weiter in unserem Schiff um. Das haben wir jetzt noch gar nicht so wirklich gesehen. Sieht aber genauso aus wie in Mass Effect 1, stelle ich gerade so fest. Also ich muss sagen, finde ich gut. Ist sehr übersichtlich und so. Ich kann nicht glauben, dass der Rat mich hilft. Ach was, Sarah. Wenn es Tessia erwischt hätte und die Erde noch da wäre, kannst du sicher sein, dass wir unsere eigenen Grenzen bewachen würden. Ja, auf jeden Fall ist das ja hochinteressant. Commander. Die Allianz hat ein neues Cerberus-Labor auf Sanctum gefunden. Admiral Hackett möchte, dass Sie es näher untersuchen. Commander, sehen Sie nach Ihrer neuen Rekrute? Oh ja. Ich wollte nur sehen, wie es Ihnen geht. Ich versuche noch, mich einzuleben. Bei der Arbeit an den Upgrades der Normandy ging ich abends immer nach Hause. Ich hatte nicht mal eine Zahnbürste oder frische Wäsche und musste alles behelfsmäßig auf der Citadel kaufen. Wenn Sie wieder was brauchen, fragen Sie. Wir sitzen in einem Boot. Großes Boot. Oh, schon okay, Commander. Sie haben bestimmt größere Sorgen.
Wir haben Anforderungsformulare. Meine Zahnbürste ist eine Scission Pro Mark IV, die mit Masseneffektfeldern Plaque entfernt und den Gaumen massiert. Kostet 6000 Credits. Okay, darum müssen Sie sich selber kümmern. Jedenfalls, danke für die Chance, hier bleiben zu dürfen. Sonst noch irgendwas? Ja. Wie sind Sie denn beim Militär gelandet? Meine Familie hatte kein Geld für die Universität. Aber als die Allianz meine Eignungstests sah, bekam ich ein Stipendium. Nach dem Abschluss kam die Pflichtzeit und dann bin ich geblieben. Das Labor war eine tolle Herausforderung. Aber der Fronteinsatz ist natürlich auch irgendwie toll. Schleimer. Es überrascht mich, dass Sie sich um eine Zahnbürste sorgen. Wir haben wichtigere Probleme. Oh, glauben Sie mir, es war schrecklich, die Reaper auf der Erde zu sehen. Aber was würde es nützen, hier im KIZ in Tränen auszubrechen? An Bord der Normandy zu sein hilft. Wenn jemand die Reaper aufhalten kann, dann Sie. Und wenn als neu markierte Nachrichten und Informationsverwaltung Ihnen helfen, dann ist es das wert. Auf jeden Fall. Sie waren bei der Allianzforschung? Ja, und obwohl die Quantenverknüpfung die Kommunikation erleichtern sollte, ist das Einbinden mehrerer ankommender Quellen und dann die Vernetzung mit extrapolierten, zeitverzögerten Daten zur Konstruktion einer kohärenten GUI. Es ist sehr aufregend. Für mich zumindest. Ja, naja, für mich eigentlich auch, ne? So, erzähl mal ein bisschen was über dich, Mäuschen. Wo kommen Sie ursprünglich her? Einer Kolonie in den Terminus-System. Studiert habe ich auf der Erde, in Oxford. Meine Eltern waren aus London. Sie haben die Erde geliebt, wollten aber die Freiheit des Kolonielebens. Wären sie in London geblieben, wären sie jetzt wohl tot. Naja, komm, positiv denken. Viele Menschen auf der Erde leben noch und sie zählen auf uns. Wohl wahr, Commander. So, das war's denn. Tschüss, ne? Weitermachen, Spezialistin. Gut. Ah, klar, wir kommen mal hier in unseren privates Terminal. Taktik, Grundlagen, ah ne, das will ich mir jetzt nicht angucken. Wir haben auf jeden Fall ein paar Nachrichten so. Ist ja alles hochinteressant, hochbrisant. Hier, genau, damit ich das darf, ne? Was ist das denn? Dies ist ein Alarm für alle, der Gewitter, blop, 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 ja. Alles klar. Super interessant alles. Und hier haben wir nochmal was, irgendwelche Artikel, alles klar, gut. Haben wir das auch durch. So, dann gucken wir hier weiter. Irgendwo muss es ja noch was Schönes geben. Irgendwelche Goodies, Gimmicks und Stuff und... Oh, ich kann mit dir reden. Bleib stehen! Halt, stopp! Hallo? Na gut. Dann eben nicht. Laufen wir ein bisschen schneller hier, Scheppi. Und die sitzen ja alle so rum und machen nichts. Da wollen wir jetzt nicht hin. Dann gehen wir mal nach vorne. Ich glaube, da war ja hier Joker und Eddie und Santa Claus und da ging es nach draußen. Wir müssen uns dann auf jeden Fall auf der Citadel noch mal ein bisschen umschauen. Ach, Eddie ist gar nicht hier. Hey Commander, Sie wissen, ich hatte meine Zweifel, was den Rat angeht. Aber nachdem er jahrelang Ihre Warnungen ignoriert hat, sagt er Ihnen jetzt endlich offen, dass er nicht helfen kann. Alle tun ihr Möglichstes. Haben Sie wenigstens unsere Parkgebühren bezahlt? Nein. Naja, sagen Sie es mir, wenn Sie mit Ihnen reden und dann mitten im Gespräch auflegen wollen, wegen der alten Zeiten. Ja, da vibriert schon mein Handy. Na toll. Ich kann so nicht arbeiten, das ist... nein. Gut, aber haben wir noch ein bisschen mit Joker gequatscht, der hat uns eben ein bisschen was vom Pferd erzählt. Die flirten auch schon wieder rum. Die Frage ist natürlich, waren wir jetzt hier? Ja, hier sind wir hergekommen. Das heißt, hier müssen wir jetzt unseren Fahrstuhl... Oh Gott, das ist so viel... Kapitän, das ist ja der Crewdeck, Maschinendeck. Komm, wir gehen mal zum Crewdeck. Schauen wir einfach mal uns in dieser Folge so ein bisschen die unser Schiffchen hier an. Was die Leute hier so machen. Ich glaube, hier war unser Arztbereich. Genau, mit Dr. Commander? Chakwas. Hier unten alles in Ordnung, Doktor? Aufgeräumt und nachgefüllt. Aber immer noch meine alte Krankenstation. Wie zu Hause. Willkommen zurück. Danke. Vergeuden wir keine Zeit. Ich will Sie untersuchen. Warum? Stimmt denn etwas nicht mit mir? Doch, aber die kybernetischen Implantate von Cerberus sollten wir im Auge behalten. Es war teuer, mich zurückzubringen. Und jeden Cent wert. Wir sollten einfach auf Nummer sicher gehen.
Gut, schaden kann's ja nicht. Aber diesmal ohne Skalpell, Doc. Schon enttäuschend, dass ich sie nicht aufschneiden muss. Ich überprüfe nur mit dem Diagnoseprogramm ihre Implantate und ermittle ein paar Werte. Die Behandlung ihrer Narben hat einen schönen synthetischen Proteinüberzug erzeugt. Und ihr Körper hat die Implantate gut angenommen. Zum Glück. Sie waren nicht billig. Das war's schon. Sie sind völlig gesund. Das ist gut. Wie sieht unser Bestand aus? Die Krankenstation wurde noch auf der Erde vollständig aufgestockt. Das dürfte eine ganze Weile reichen, auch wenn Sie jeden Tag in Schießereien geraten. Bereuen Sie die Arbeit für Cerberus? Wir haben sie nur benutzt. Wenn ich deswegen überhaupt etwas fühle, dann ist es Schuld. Wir nahmen ihr Geld, ihre besten Leute, ihr bestes Schiff. Wir haben damit die Kollektoren besiegt. Und jetzt setzen wir das alles gegen sie selbst ein. Ich bereue dabei überhaupt nichts. Eiskalt, die Frau, eiskalt. Sie haben noch nie Ihre Familie erwähnt. Ich habe auch keine. Ich bin die letzte einer berühmten Reihe von Medizinern. Die Allianz ist meine Braut. Und Sie sind alle meine Kinder. Ich habe viele enge Freunde. Aber mit jedem zerstörten Allianzschiff verliere ich welche. Wir müssen den Krieg beenden. Mach mal. Wir sehen uns später, Doktor. Viel Glück, Shepard. Das machen wir auf jeden Fall, wenn wir uns hier... Was denn hier? Bonuskräfte dazu weisen. Ah, guck mal. Können wir alles neu machen. Blutbad. Haben wir doch eigentlich schon. Brauchen wir nicht neu zuweisen. Sagen wir mal hier. Ach, nochmal dasselbe. Alles klar, gut. Dann schauen wir mal hier rein. Ah, hier ist Edi. Also Edi, nicht Edi, diese komische Cyber-Tante. Ihr wisst, was ich meine, so halt, ne? Liegt da halt so rum und gammelt und ihr sitzt hier schön am Tisch und genießt euer Frühstück oder was? Kann ich hier... Warum kann ich... Ich kann... Boah, Shepard, ey, du bist so fett. Passt da nicht durch. So, dann schauen wir mal hier bei Liara vorbei. Sieht auf jeden Fall nach Liara aus. Viel technischer Krimskrams. Da hinten sitzt sie auch. Aber netter Desktop-Hintergrund, den sie da hat. Über ihre 12 Milliarden Monitore. Kuckuck. Grüße, Commander Shepard. Oh, was sind Sie? Ich bin Glyph, ein VI-Assistent von Dr. Tissoni. Ich sortiere und katalogisiere Daten. Ich soll Sie auf ein Terminal aufmerksam machen, das mit Ihrem Netzwerk verbunden ist. Es analysiert Informationspakete. Wenn Sie nützliche Daten finden, recherchiere ich Upgrades für Sie. Und wonach sollte ich suchen? Ich sage Bescheid, wenn Sie relevante Daten gefunden haben. Dann treffen Sie Ihre Auswahl an diesem Terminal. Doch nun würde Dr. Tissoni gerne mit Ihnen sprechen. Ich wünsche einen schönen Tag. Alles klar, ja, dann quatschen wir gleich Wissen mal hier. Sie, ich hätte ja gehofft, dieser Dieses neue... Terminal enthält unkritische Korrespondenz Ihrer Bündnispartner. Dr. Tissoni hat Ihnen Zugriff gewährt. Das könnt ihr euch gerne durchlesen. Einfach Video pausieren und dann... Ich lese das jetzt nicht vor, ich bin faul. Hübsch. So. Liara, erzähl doch mal einen Schlag aus der Jugend. Liara, was ist das alles? Nachdem sie zur Erde aufgebrochen sind, habe ich den Informationsmakler gefunden, der meinen Freund entführt hatte. Es war nicht einfach, aber ich konnte das Netzwerk des Shadow Brokers übernehmen. Führen Sie es von der Normandy aus? Soweit möglich. Das alte Netzwerk ist nicht mehr ganz intakt, aber ich habe Agenten. Dann sind Sie jetzt der... berühmteste Informationsmakler der Galaxie? Berüchtigt trifft's besser. Aber ich kann dadurch helfen, das Proteaner-Gerät zu erforschen. Cool. Bis wir ihn verstehen, ist sein Einsatz zu gefährlich. Haben die Proteaner diese Waffe fertiggestellt? Sie meinen, ob wir es damit hinkriegen? Sie hätten nicht alles auf dieses Gerät gesetzt, wenn sie daran gezweifelt hätten. Aber wir müssen wirklich wissen, was sie uns dahinter lassen haben. Das ist wohl wahr. Ich spiele nur ungern wie ein Kind mit einer geladenen Pistole herum.
Richtig. Der Schaden, wenn die nach hinten losgeht, ist unvorstellbar. Bevor die Reaper kamen, fingen die Leute endlich an zuzuhören. Mit etwas mehr Zeit wäre die Erde vielleicht nicht... Tut mir leid. Das ist vielleicht kein gutes Gesprächsthema. Ach, chill. Der Gedanke bedeutet mir viel. Danke. Keine Ursache. Und was ich noch sagen wollte, es tut gut, wieder da zu sein, Shepard. Ja, macht dir keine Hoffnung. Ich wünsche Ihnen einen schönen... Wird sowieso alles schief gehen, wir werden alle sterben und was ist eigentlich hier? Los, Shepard, lauf schneller. Kann man hier nicht mal richtig schnell übelst absprinten? Das wäre voll cool. Aber gut, wir müssen uns hier... Was ist das? Oh, Waffen-Area. Hauptgefechtsstand. Das sieht aus hier wie so ein kleines Maschinenräumchen. Ich glaube, hier können wir jetzt nicht so viel machen, aber wir schauen uns dennoch mal um, weil man kann ja immer mal so ein bisschen Stuff einsammeln. Hier und da. Nur hier nicht. Also nur da. Hier nicht, nur da. Ja, okay, alles klar. Gut, dann schauen wir uns doch ein bisschen weiter um. Dann machen wir die Folge heute ein bisschen länger. Ist ja nicht so schlimm. Das Game wird noch ein paar Minuten laufen, denke ich mal, so ein paar Tage so. Deswegen ist das alles relativ entspannt. So, fangen wir mal hier hinten an. Wer ist hier so? Keiner. Cool. Alles klar, und hier? Oh, hier ist, keine Ahnung, wer ihr seid. Wer seid ihr? Stellt euch vor. Gut, auf jeden Fall... Sehen die aus, als wenn sie irgendwie zu uns gehören. So, was ist hier? Lebenserhaltung. Hier ist aber auch keiner drin. Schade. Okay, schauen wir hier nochmal rein. Ah, Herrentoilette, natürlich. Ist das hier Herrentoilette gewesen? Men's Restroom, ja. Hier waren wir gerade drin. Hier. Keine Ahnung, was das hier alles darstellen soll, aber dieser Teil hier gefällt mir ganz gut. Und dieser Teil hier gefällt mir noch besser. Cool. Auf jeden Fall einiges los hier. Guck mal, ein bisschen Backbordbeobachtung. Können wir ein bisschen rausgucken. Sterne. Wow, schön. Und gehen wieder raus. Was ist hier? Nichts. Gut. Gut, dann haben wir hier auf jeden Fall das Area auch schon mal abgecheckt und ich glaube, hier waren wir ja gerade. Ja, genau. Gut, dann haben wir die Etage auch schon mal abgefrühstückt und gehen jetzt zum Maschinendeck. Aber ich glaube, das Maschinendeck gucken wir uns dann doch erst in der nächsten Folge an. Also würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Macht's gut, bis denne und ciao sehen.